Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bäcker, zum Bäcker und hole mir Brötchen. Es ist ein wunderschöner, ruhiger Morgen. Wir haben jetzt ungefähr 8:45 und das ist wundervoll. Ich bin heute um 7:45 aufgestanden, ohne Wecker. Ich war einfach ausgeschlafen. Mich haben dann gestern Abend doch nochmal Kopfschmerzen eingeholt. Ich glaube, das hing auch jetzt mit diesem Wetterumschwung zusammen, weil es ja doch sehr, sehr schmuddelig war und jetzt auf einmal ist es wunderschön. Und da hatte ich die letzten 1,5 Tage einfach mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Aber die sind jetzt weg und es ist ein wunderschöner Tag. Und ja, Steffi kommt in etwas weniger als 2 Stunden vorbei. Und ich möchte am liebsten einfach nur diesen Tag genießen. Und ich bin gerade sehr froh, dass ich zum Bäcker laufe und einfach ein bisschen frische Luft genießen kann. Und es ist so, okay, jetzt gerade fliegt hier ein Flugzeug drüber, aber es ist ansonsten so ruhig hier. Ich habe es vermisst, wie ruhig es hier ist. Wundervoll, wirklich richtig wundervoll. Ich hoffe, ihr kommt genauso schön und entspannt in diesem Morgen wie ich. Und wir sehen uns gleich. Ja, ich stehe jetzt hier im Garten. Magic! Nein, Steffi ist da. Das ist keine Magic. Es hätte auch ein Stativ sein können. Nein, ja, jetzt hast du es aber verraten, dass es kein Stativ ist. Steffi ist da. Steffi, zeige dich. Nein. Steffi ist da. Steffi ist da. Ja, was machen wir jetzt gleich, Steffi? Wir räumen oben auf. Ja, genau. Hervorragend. Nein, eigentlich ist Steffi nur drauf gekommen, dass wir vloggen müssen, weil wir gerade hier ein paar Minuten auf der Terrasse standen. Und ich dachte, wir bringen mal eine andere Umgebung, Perspektive. Ja. Okay. Ja, ich halt. Achso, okay. Ja, und auf jeden Fall habe ich auch gerade dann eventuell ein kleines Bäuerchen gelassen hier im Garten. Und da meinte Steffi, jetzt hast du es nicht dokumentiert, wo ist die Vlogkamera? Ja, und das war die Geschichte. Hey! Ja, auf jeden Fall ist es heute echt, es ist warm, ne? Es ist warm, es ist schönes Wetter. Ja. Ich habe jetzt fast Lust, die Terrasse dann auch mal auf Vordermann zu bringen. Weil, ja, sie ist nicht auf Vordermann. Und war das ein Kopfschütteln? Okay, sehr gut. Sehr gut, bis die Leute kotzen. Ja, und wir wollen auch irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht im Laufe des Jahres so peu à peu den Garten ein bisschen auf Vordermann bringen. Ja. Dass der tatsächlich auch schön wird. Ich meine, ist ja jetzt nicht ungepflegt. Das Blumenbeet ist halt nicht gemacht und die Terrasse ist halt nicht schön. Aber ich möchte so einen englischen Pavillon irgendwo da, vielleicht da hinten in der Ecke, Martin, wo ich dann meine Jane Austen Teestündchen halten kann. Ja, Steffi, ich wünsche dir dann meinetwegen, also mein Segen. Setze ich mich dann so im Kleid hin und mache dann mein Kreuz stickend. Also wünsche ich dir viel Erfolg bei. Also meinen Segen hast du. Ich habe leider keine Zeit zum Helfen, das Ding aufzubauen. Also das ist. Aber da kommst du sicher schon voran. Das schaffe ich. Da hole ich mir einen Meißel, ein Stück Stein und dann mache ich mir so eine Säule dahin. Eine einzelne Säule, das passt schon. Ja, nee, aber sonst ist der Garten ja nicht ungepflegt. Also ich meine, der Rasen ist gemäht, da die. Was dahinter hinter dem Zaun jenseits unserer Grundstücksgrenze wächst, ist alles weggeschnitten. Die Bäume, Baumen. Ja. Aber da hinten, ne? Diese riesige Tanne müssen wir mal zeigen. Ja, ja, man muss auch dazu sagen, hier stand bis vor, ich würde sagen, 1,5-2 Jahren standen hier in der Nachbarschaft bestimmt 7 oder 8 von diesen Dingern in dem Format, so über das Panorama ja ein bisschen verteilt. Aber diese Stürme, so dieser Pfingststurm und so, die haben die halt alle dann gekillt, dass die gefällt wurden. Und das ist jetzt das letzte Überbleibsel. Der teilt sich da oben auch so wirklich zu. Ja, der wird, glaube ich, zu der, glaube ich, 3 oder 4. Ja, der hat irgendwie so. Ja. Ist schon, ja. Ist schon, unser eigener Mammutbaum. Ja, ist schon sehr beeindruckend, dass die tatsächlich so groß werden können. Ja. Ja. Aber was man dafür sagen muss, seit diese Tannen hier weg sind, was ein bisschen schade ist, aber es ist so hell geworden. Ja. Gerade in die Richtung da waren da standen halt sehr viele hohe Bäume in dem Format und das hat unglaublich viel Licht geschluckt. Und jetzt kann man sich hier auf die Terrasse setzen und kann so über die Gärten hinweg gucken, was tatsächlich ganz schön ist. Mhm. Also, so ein bisschen Schrebergartenatmosphäre, ne? Ja, auf jeden Fall. Und die Vöglein. Zwitschern. Ja. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt mal hoch und fangen an, ne? Ja, Martin, gestern Nacht, das muss ich jetzt erzählen.
Soll ich bitte? Nein, ja. Das. Gestern Nacht hat bei mir wieder eine Eule ge. Also. Okay. Denn ich vermute, es war ein Waldkauz. Es hat auch nicht so hu, sondern eher so hu. Aber ja, das ist cool. Wann hört man schon mal. Also, ich höre nicht so oft Eulen. Nee, das ist wahr. Ja? Wann hört man schon mal Eulen heulen? Eben. Das war ein bisschen gruselig, aber irgendwie auch cool. Das ist schön. Das hat sich jetzt nur. Das war halt so im Thema, ne? Sozusagen ein Anschlussthema. Ja, gehen wir hoch. Steffi? Martin? Was haben wir getan? Wir haben aufgeräumt. Und dann noch? Gegessen. Und dann noch? Ich sag das nicht. Okay, Steffi spielt mit dem Gedanken, mit dem, sagen wir mal, doch recht konkreten Gedanken, einen Blog zu starten, einen eigenen. Und wir haben jetzt heute einfach mal ein bisschen brainstormt und haben ein bisschen hin und her überlegt und hatten die Tage schon mal deswegen telefoniert und hatten viele Gedanken, wie man das jetzt richtig macht. Und im Endeffekt haben wir beide festgestellt, einfach mal anfangen und einen coolen Namen aussuchen. Ja, den Martin übrigens ausgesucht hat. Wenn er dann mal hier ein bisschen promotet wird mit meinen 75 Subscribern, dann wenn ihr dann sagt, nur gern, guck doch mal da und da vorbei, ich sag den ja mit Namen jetzt noch nicht, darüber nicht. Dann, ist das mein Name? Dein Name? Ja, also. Nein, der ist wirklich sehr, sehr cool. Der Martin hat den gesagt und ich hatte so ein, ach, ja. Na siehste. Ja. Und der hat sogar irgendwie so eine kleine Querverbindung zu Disney, finde ich. Ja, hat er auch. Ja, hat er. Ja, und auf jeden Fall bin ich auch ganz gespannt, was Steffi daraus macht. Und ich muss wirklich dazu sagen, ich habe sie, als sie mit der Idee kam, ich habe dich nur bestärkt und ermutigt. Das stimmt, ja. Das ist, ich hatte sehr viel Meinung und dafür, dass es dann... Also sehr viel Meinung dafür, dass ich so wenig Inhalt hatte. Ja, und dann jetzt einfach, und dafür, dass dann aus der kompletten Meinung und Ideen und tralala wurde, ein Jahr, mach doch einfach mal. Mach doch einfach mal, ja. Ja, aber ich glaube, das wird cool. Ich hoffe auch. Ja. Genau, und wir haben aufgeräumt. Ja, wir haben oben aufgeräumt. Ich glaube, fast für den unbedarften Zuschauer könnte es genauso aussehen wie vorher, aber... Nee, es hat sich aber echt einiges getan. Ja, wir haben jetzt tatsächlich... wir hatten halt, als ich hier eingezogen bin und wir renoviert haben, wir haben halt einfach Zeug wahllos oben in die Schränke geworfen, damit sie aus dem Weg waren. Und das haben wir jetzt halt mal zum Großteil schon rausgeholt, haben die Schränke sauber gemacht und die Dinge, die jetzt da in den Schränken sind, das ist auch dann tatsächlich ihr neuer Platz. Ja, weil die bleiben dann da. Weil viele Dinge einfach keinen Platz hatten. Genau. Ja, und das heißt, jetzt so langsam kommt so die große Ordnung kommt zustande. Die große Ordnung klingt so. Die große Ordnung klingt wie Disney-Film. Klingt wie Disney-Film über Ameisen. Pixar. So die große. Pixar-Film über Leute mit. Zwangsdorf. Ja, wow. Dann escalated quickly. Ja, okay. So, das war's dann. Niemand wird meinem Blog folgen. Ja, ehrlich. Tut mir leid. Nein, das ist alles ist gut, Steffi. Das ist gut. Das hier ist mein Blog. Wir können hier machen, was wir wollen. Wow. Wir sind crazy. Oh, crazy. Yes. Yeah. Ja, warte. Nee. Random! Woo! Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind beide jetzt auch ein bisschen K.O. Ja, wir sind echt K.O. Und ein bisschen vollgefuttert. Wir haben noch gegessen. Ah, sehr lecker. Ja. Und Milchschnitte gab's. Ja, stimmt. Und auf jeden Fall werde ich jetzt auch mal gespannt dem folgen, was Steffi da mit ihrem Blog anstellt. Und mein Arm wird müde. Grund... Nein, jetzt... Warte, ich muss mal kurz damit... So. Ja, das ist besser zum Bloggen so. Ach so, okay. Weil ich den Arm wechseln musste. Ist auch meine Schokolade so. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass du da warst. Schön, dass ich da sein durfte, Martin. Boah, ey. Darfst du auch keinem mehr erzählen? Darfst du keinem erzählen, Mensch? Ja, auf jeden Fall. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Oh nein, Martin, da laufen zwei Leute, die halten Händchen. Bah. Glückliche Bälle. Na egal, das Thema werde ich ja nicht in einem Vlog ansteigen. Und ich würde sagen, bis gleich. Hallöle zusammen, ich bin jetzt gerade oben in Steffis alten Zimmer. Das neue
Es ist ein Multifunktionszimmer. Es ist zum Teil Steffis Zimmer, es ist aber auch ein Gästezimmer und ein Näh- und Bastelzimmer. Ich weiß, dass das jetzt im Moment noch sehr chaotisch und wüst aussieht. Aber wir haben hier oben heute einiges geschafft. Da hinten ist halt diese Schrankwand, die helle. Das war halt die, wo wir einfach nur für die Renovierung Zeug reingeworfen haben. Und die haben wir heute zum Großteil halt ausgeräumt und umgeräumt. Wir haben jetzt hier einen Haufen Elektroschrott rumstehen, der weg muss. Und wir haben hier den alten PC von unserem Vater aufgebaut, der jetzt hier einfach aufgebaut bleibt. Für Steffi als Arbeitsrechner oder wenn man jetzt mal hier oben ist und ein bisschen was bastelt, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, hier oben zu recherchieren oder Musik zu hören. Ja, und das wird cool. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch großartig erzählen soll, außer dass ich heute einen ziemlich schönen Tag hatte. Das war eine gute Mischung aus produktiv und entspannend mit Steffi, auch wenn mir zwischendurch ein bisschen hier oben die Puste ausging und ich zugegebenermaßen ein bisschen nörgelig wurde. Aber ja, es war doch ein sehr, sehr schöner Tag mit Steffi und es war ein unterm Strich auch sehr entspannter Tag. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich habe aber auch heute gar nichts mehr großartig zu erzählen. Ich werde jetzt den Vlog von gestern fertig machen und hochladen. Morgen Nachmittag kommt der Chris vorbei und dann werden wir meinen neuen Rechner zusammenbauen. Es ist endlich soweit. Gott, freue ich mich darauf. Ja. Ich würde jetzt aber sagen, da heute eh nichts mehr passiert. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Ich glaube, wir dürfen so 22:45 haben. Würde ich einfach sagen, Leute, ihr macht euch einen schönen Abend. Ich mache den Vlog von gestern fertig. Und wir sehen uns einfach morgen früh beim neuen Daily Vlog. Gute Nacht.